Hallo, ich habe mir gedacht, eigentlich wisst ihr gar nicht so wirklich viel über mich und deswegen kommen jetzt mal 25 Fakten über mich und mein Leben. Ich kann nur einschlafen, wenn ich irgendwas auf den Lippen habe, zum Beispiel Kaufmanns Kindercreme. Ich brauche immer irgendwas auf den Lippen, die dürfen nicht trocken sein, sonst kann ich nicht schlafen. Meine zweite Macke ist, dass ich nur mit Dutt schlafen kann. Das heißt, ich muss mir die Haare wirklich immer hochstecken mit irgendeinem dicken Haargummi, weil ich sonst irgendwie die ganze Zeit drüber nachdenke, dass ich meine Haare kaputt mache. Und ja. Ich kann nur mit zusammengemachten Haaren schlafen. Ich bin ein relativ unordentlicher Mensch. Ich versuche mich gerade deutlich zu bessern und versuche mich besser zu organisieren. Aber mein Zimmer leidet trotzdem noch ein bisschen drunter. Und zwar ist da öfter mal Chaos. Ich bin ein absoluter Nachtmensch. Gerade ist auch, glaube ich, 2:30 Uhr nachts. Und ja, nachts ist immer so meine kreative Phase. Da fange ich irgendwelche Projekte und irgendwelche Sachen an. Tagsüber bin ich da nicht so ganz dabei und abends fällt mir dann immer ein, was ich noch alles machen möchte. Und dann bin ich dafür morgens öfter mal müde. Ich werde absolut nicht braun, egal wie lange ich im Urlaub bin. Ich war vor ein paar Monaten 3 Wochen lang in Thailand und ich war danach nicht bräuner, als ich jetzt bin. Und ich bin halt wirklich blass. Ja, also es bringt wirklich gar nichts, außer ich bin selbst Bräuner und da habe ich nicht so wirklich Bock drauf. Ich habe einen großen Bruder und zwar ist der knapp 3 Jahre älter als ich. Ich wohne mittlerweile in Mannheim. Hier studiere ich BWL mit der Fachrichtung Handel und zwar ist das ein duales Studium. Und bei welchem Unternehmen könnte ich das machen? Beim DM natürlich. Deswegen kaufe ich auch irgendwie noch mehr als ich. Also irgendwie komme ich ständig mit einer DM-Tüte heim. Es ist grausam, wirklich. Ich arbeite nebenher noch ehrenamtlich beim Kinderschutzbund. Und zwar habe ich zwischen dem Abi und dem dualen Studium dort eine Ausbildung gemacht, dass ich beim Kinder- und Jugendtelefon arbeiten darf. Ich habe einen Hund und eine Katze. Allerdings wohnen die hier nicht in meiner Studentenbude, sondern zu Hause. Ich bin 21 Jahre alt. Ich habe im März 2014 mein Abitur gemacht. Ich habe 3 Vornamen und ziemlich lange Namen, aber ich verrate sie euch nicht. Ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht. Ich trage Kontaktlinsen, vielleicht sieht man es in dem einen oder anderen Video, wenn ich einen Make-up-Look schminke. Ja, dann ist immer so ein kleiner blauer Rand um meine Pupille außenrum und ja, das sind meine Kontaktlinsen. Ich war 7 Jahre lang auf einem Auge, und zwar auf diesem hier, blind. Und zwar zwischen meinem 7. und meinem 14. Lebensjahr, ja, war ich blind auf diesem Auge. Ich liebe, liebe, liebe Tiere. Außer Spinnen, die mag ich nicht. Ich habe keine Tattoos oder Piercings. Ich hatte mal ein Bauchnabelpiercing, den musste ich allerdings rausnehmen, weil es nicht verheilt ist. Und sonst habe ich hier nur 3 Ohrlöcher und hier 3 Ohrlöcher. Und es reicht mir auch völlig aus. Mein absolutes Lieblingsgetränk ist ganz, ganz schlicht Wasser. Oder grünen Tee, den trinke ich auch sehr gerne. Ich liebe Süßes, also für Süßigkeiten und so bin ich immer zu haben. Und meine absolute Lieblingssüßigkeit ist Schokolade. Ich habe früher so in der 2., 3. Klasse Diddleblätter gesammelt und ich habe bestimmt noch 2 oder 3 volle Ordner zu Hause liegen. Im Kindergarten war ich in der gelben Gruppe. Ich bin 1,68 groß, wäre aber gern ein bisschen größer. In der Schule war ich 5 Jahre lang Streitschlichterin. Das heißt, wenn sich Leute auf dem Pausenhof gestritten haben, konnten sie zu mir kommen und ich habe mit ihnen versucht, den Streit zu lösen. Ich war bis jetzt in 17 Ländern und jetzt muss ich mal ablesen, denn in Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Niederlande, Schweiz, Italien, Malta, Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark, Schweden, Griechenland, Singapur und Thailand. In manchen aber schon öfter, zum Beispiel in Dänemark war ich ungefähr 13 Mal, glaube ich. Ja. Und ich hoffe, es werden noch ganz, ganz viele dazukommen. Und das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ihr konntet mich ein bisschen besser kennenlernen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir die doch einfach unten in die Infobox. Ich denke, ich werde mal wieder so ein Fragenbeantwortungsvideo machen. Und vielleicht ist ja dann dein Kommentar drin. Abonniert mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ihr könnt mir auch auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Findet ihr alles hier unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!